vielleicht hört man uns. Wir sind gerade mitten in der Altstadt von Düsseldorf, denn wir machen einen dreitägigen Urlaub. Wie man hört, die Stimmung ist gut. Ich hoffe, dass man uns noch sieht, weil es noch ein bisschen hell ist. Sehr schön, sehr schön. Jo, so, das ist unser Hotelzimmer-Aussicht. Naja, gut. Wir können auf den Garten gucken. Aber gut, naja. Da ist mein Schatzi. Dachgarten. Wie man sieht, das Zimmer ist sehr vollgestellt, aber die Bella macht uns jetzt halt eine wunderschöne Führung. Macht es Maul, schmackhafte Leute. Durch dieses wunderschöne, helle, große Zimmer. Oh Gott, ich wäre keine gute Maklerin. Wir sind keine zwei Stunden da. Okay. Wir gehen unserem extremsten Hobby nach Essen. Ja, wir sind jetzt hier am Rhein, wie man unschwer erkennen kann. Und jetzt suchen wir uns einen Platz, chillen uns dahin und dann. Ja! Ein Besuch in der Düsseldorfer Altstadt ohne einen Besuch in einer Bar. Die Bella, naja, okay. Und ich ganz ladylike, trinke einen Cocktail, einen sehr leckeren Zombie. Und wir warten. Und wir warten. Wunderbar. Auf die Geistertour. Führung. Whatever. Du? Andreaskirche, eine von vier römisch-katholischen Kirchen hier in der Altstadt. Man hat sich hier Folgendes mal zugetragen in dieser Kirche. Ich schreibe auch wieder das Mittelalter. Die Bürger gingen hier lang und hörten dann plötzlich aus dem Trakt ein Gejammer. Kreische. Das ging dann so bestimmt so zwei Tage, zwei Nächte. Dann war Ruhe. Ich konnte das auch nicht so richtig zuordnen, das wieder in Vergessenheit. Und dann zwei Jahre später wieder das Gleiche, wieder so ein Gejammer, Gekreisch. Wieder ging es so zwei, drei Tage und Nächte und dann war wieder Ruhe. Ja, so nach Jahrzehnten haben dann die Orden wieder gewechselt und dann machte man irgendwann, die haben dann Umbauarbeiten vor, dann wurden wieder neue Schlafräume gebaut, neue Aufenthaltsräume. Und da riss man dann auch Teile des Traktes nieder und dann fand man hinter einer Mauer drei Skelette. Man konnte sofort erkennen, es waren auf jeden Fall, handelte es sich um weibliche Skelette. Dann hat man die genauer untersucht. Und dann hat man festgestellt, es waren gar keine drei, es waren eigentlich sechs. Da waren nämlich drei ganz kleine Babyskelette dabei. Was war da passiert? In dem Fall war es wohl so, dass drei Ordensschwestern halt dem päpstlichen Zölibat nicht so zugetan waren, wie die Kirche es vorschreibt. Die Damen wurden also schwanger und im Mittelalter waren die Sitten halt sehr, sehr rau. Die Kirche hat sich dieses Problems dann so entledigt und hat die Damen einfach bei lebendigem Leib eingemauert. Somit hat die Kirche das Problem gelöst und die Öffentlichkeit hat eigentlich nie davon was mitbekommen. Sind wir gerade auf dem Weg nach Hause, denn morgen früh geht's wieder los. Aber wir haben über uns gerade ein tierisches Gewitter. Es geht ordentlich ab. Also, das Gewitter zieht nicht von uns weg, sondern es kommt auf uns zu und es ist ziemlich hardcore. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ich wurde bespritzt!
Ja. Jetzt fühle ich mich wie eine Bukake-Nutte. Wir haben uns verlaufen. Natürlich, hier ist ein Baum. Wir sind mitten im Wald. Wir haben uns verlaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich dreimal um den Baum gelaufen. Es tut mir leid. Ach Quatsch. Ist beendet. Mit Entdeckerfuß stampft Bella voraus, um unser Hotel auf ein neues zu erforschen. Mensch, leckt mich am Arsch. Und wir kommen gerade und es hört natürlich jetzt auf zu regnen. Natürlich, aber das war es ja total, ne? Hallo, einen wunderschönen guten Servus halt, ne? Ja, Tag 2, wunderschönes Wetter, etwas bedeckt, aber es regnet nicht mehr. Die Schwimmhäute sind auch wieder verschwunden über Nacht. Und keine 30 Grad mehr. Was steht heute auf dem Programm? Wir gehen, wo? Wie heißt die Burg eigentlich? Kaisers. Ja, natürlich. Selbst in Düsseldorf gibt es Kaiserslautern. Nein, leider nicht. Und heute Abend dann den Zirkus des Horrors. Nachdem wir schön wandern waren, sitzen wir wieder da und wieder nur am Essen. Sind wieder in der Altstadt. Zirkus, los! So, ihr Lieben. Wir sind jetzt hier, die Bella, schon sehr gespannt. Am Zirkus des Horrors. Und dann lassen wir uns da mal überraschen. Oh, ich freue mich schon. Nosferatu ist der Herrscher der dunklen Welt und niemand, wirklich niemand, ist vor den Machenschaften des gefürchteten bösen Vampirs sicher. Eines Tages entdeckte Nosferatu einen bunten, fröhlichen Zirkus, den er mit Hilfe seiner dunklen Kräfte transformiert und in den Zirkus des Horrors verwandelt. We'll be right back.
das war's. Der Zirkus ist fertig. Die Vorstellung ist beendet. Mir hat es sehr gut gefallen. Und jeder, der ein bisschen Spaß am Gruseln hat, dem würde so eine Vorstellung gut gefallen. Ja. Ja. War wirklich sehr, sehr cool. Ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar kleine Eindrücke geben. Ja. Genau, bis morgen. Ja. Schlaf gut. Ja. Nachti. Du, Gruselige Nacht. Nachti, Nachti, Schachti. Oh Gott. Da ist die Bella. Hallo. Am letzten Morgen. Ja, letzter Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zum Filmmuseum. Genau. So, wie ihr seht, stehen wir hier vom Filmmuseum in Düsseldorf. Mhm. Und da schauen wir uns jetzt mal um. Ja. Auf geht's. Yeah. Vielleicht lernen wir ja noch was. Machen, der Unsichtbarkeitsmantel, der unsichtbar macht. Ah, nicht ganz. Oh Gott. Hallo? Ehrlich gesagt, das kann ich nicht glauben. Das war's. Wir sind draußen. Ja. Sehr interessant. Sehr schön. Ja. Sehr viel zu sehen. Ja. Mein Held. Ewiges Vorbild der Räuber Hotzenplotz. Hotzi FTW. Ja, sehr schön. War wirklich sehr cool. Ja, jeder, der sich im Ansatz dafür interessiert, kann da mal hingehen. Also empfehlenswert. Ja. Ja. Wunderschöner sonniger Tag. Und was tun wir? Wir tun wieder Essen. Aber wo? 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 Ach, schön wieder im Schweinske, wie in Hamburg. Aber das ist tatsächlich überall, oder? Ja, aber es ist tatsächlich auch das erste Mal, wo wir hier sind. Das möchten wir erwähnen. So als Abschluss haben wir als Abschlussessen. So, mein Schatzi hat ja Essen. Ja, mein Schatzi hat auch sein Essen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Wir haben getauscht. Die Bella isst das eigentlich und ich krieg das. Bloß sie wollte nicht vor der Kamera so verfressen wirken. Da würde ich wahrscheinlich eine ganze Woche mit auskommen. So, jetzt stehen wir hier an der letzten Station unserer Düsseldorf-Reise. Ja, vor dem Quecksit-Room. Genau. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet. Wir haben eine Stunde Zeit, einen Raum zu verlassen. Und wir dürfen leider gar nicht filmen oder auch keine Fotos machen, aber wir erklären, also wir erzählen kurz, wie es war. Wir erklären natürlich nichts, wir wollen ja euch den Witz nicht wegnehmen. Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Mal abwarten, was das gibt. Ja. Quecksit Room ist ein Anbieter für Live-Escape-Spiele. Sprich, man wird in einen Raum eingesperrt, der ein bestimmtes Thema hat. Es gibt Flucht der Karibik, es gibt Casino Royale. Wir haben jetzt den Dark Room gehabt. Das ist nicht ganz so pervers, wie es jetzt klingt. Und man muss in diesem Raum verschiedene Aufgaben lösen bzw. Rätsel lösen, um darüber einen Schlüssel zu finden, mit dem man dann die Tür öffnen kann, um diesen Raum wieder zu verlassen. Seht ihr das? Diesen eiskalten Blick, diese Coolness. Ja. So sieht man aus, wenn man versucht, seine Niederlage zu überspielen. wir haben es nicht geschafft. Nein, nein. Wir hätten noch ein paar Minuten länger. Zwei Minuten hätten, glaube ich, gereicht. Wir wollen wirklich nicht zu viel verraten. Außer, dass es sehr toll war. Das war absoluter Hammer. Und wenn wir nochmal hier sind in Düsseldorf, was definitiv passieren wird, gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. War super cool, hat viel Spaß gemacht. Sehr zu empfehlen. Ja. Herzlichen Gruß auch an das Team, war super nett. Ja. Und ich würde sagen, das war es jetzt für unseren kleinen Düsseldorf-Urlaub. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Tschüssi! Tschüss.